Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, in diesen Tagen beschäftigt mich vor allen Dingen die Frage, wie kommen wir gut durch diese Zeit hindurch? Gibt es etwas, was mir aus dem Glauben heraus Hoffnung gibt, Vertrauen, Mut, sozusagen eine Art innere Medizin für die Seele? Ja, ich meine, das gibt es. Und zwar sind das Rituale. Rituale sind wie ein Geländer in dieser bewegten Zeit. Rituale, dass die helfen, die Beziehung zu Gott zu schärfen. Rituale, die sind wie ein Begleiter auf einem spirituellen Weg. Und bei Ritualen, da brauchen wir nicht nur an Gottesdienste, Gebete oder Kerzen zu denken. Es gibt noch viel mehr Rituale. Und das macht es nämlich gerade so spannend. Es gibt einen Haufen an Ritualen in unserem Alltag. Etwas wird zu einem Ritual, wenn ich es ganz bewusst mache und dann auch die Beziehung zu Gott schärfe auch. Ich will Ihnen mal erzählen, was es für Rituale in meinem Alltag gibt. Ich stehe früh auf und nehme mir Zeit für das Gebet und eine tägliche Bibellese. Ja, und dann beginnt mein Arbeitsalltag am Schreibtisch. An normalen Tagen würde ich dann am späten Vormittag zu Besuchen aufbrechen. Das geht jetzt natürlich nicht. Ich habe für mich die Lösung gefunden, zu telefonieren und mich dazu bewusst an meinen runden Tisch zu setzen, der auch in meinem Arbeitszimmer steht. Und so wird das Telefonieren zu einem Ritual. Wenn wir dann Mittag essen, versammeln wir uns, nachdem uns der Gong zusammengerufen hat. Wir fangen gemeinsam an, und zwar mit einem Gebet. Auf dem Tisch brennt eine Kerze. Das ist mir besonders wichtig. Sie zeigt mir, dass es hier nicht nur um Nahrungsaufnahme oder Stillen des Hungers geht, sondern dass es gemeinsam gestaltete Zeit ist. Am Nachmittag haben meine Frau und ich noch ein anderes Ritual gefunden, was uns wichtig ist. Wir versuchen, wenn immer es möglich ist, eine gemeinsame Teezeit zu gestalten, wo wir uns erzählen, was uns am Tag wichtig gewesen ist. Und wenn der Arbeitsalltag dann rum ist, dann schließe ich den am liebsten mit einer Inlinerfahrt ab. Und wenn dann der Tag sich zum Ende neigt, dann hole ich noch mein Tagebuch hervor. Nicht immer, aber sehr häufig. Und da schreibe ich das hinein, was mir an diesem Tag wichtig geworden ist, beziehungsweise was schön war. Und dann, ganz zum Schluss, lese ich noch ein gutes Buch. So sieht bei mir ein ritualisierter Tag aus, den ich bewusst gestalte und nicht, wo der Tag mich gestaltet. Rituale können uns in dieser Zeit helfen, das Schwere besser auszuhalten. So stellen in dieser Zeit zum Beispiel viele Christinnen und Christen am Donnerstag eine Kerze in ihr Fenster. Als Zeichen, dass sie bei den Menschen sind, denen es momentan nicht so gut geht. Oder vielleicht fällt ihnen auch etwas anderes ein, wie sie mit diesem Schweren anders umgehen können. Der eine geht vielleicht zu einem Ort hier in Lenzburg und Henschicken, wo er Kraft bekommt. Also zum Beispiel der Lindenplatz ist so ein Ort. Oder andere gehen vielleicht über die Wiesen und Felder in Henschicken.
Oder jemand anders zum Gofi oder zum Schloss. Oder vielleicht zum Fünfweiher. Ich glaube, jeder hat da so seinen ganz eigenen Platz. Denken Sie mal nach, vielleicht sind Sie ja auch künstlerisch geschickt und können mit Ihren Händen etwas formen. Jemand anders ist vielleicht handwerklich geschickt und kann da irgendwas machen. Oder Sie sind vielleicht die Sportlerin und Sportler und müssen da einfach nach draußen und machen bewusst Sport. Rituale gibt es ganz viele. Vielleicht sind Sie ja auch jemand, der gerne ein Gedicht liest, und zwar auf ganz bewusste Weise. Und ich denke zum Beispiel an ein Gedicht von Hilde Domin. Da möchte ich Ihnen gerne aus dem Gedicht Apfelbaum und Olive etwas zum Schluss vorlesen. Ein Trost ist zu wissen, wo die Tassen stehen und die Teller, in dem Haus, in dem du zu Gast bist. Und ein Anteil zu haben an der Zärtlichkeit von Katze und Hund deines Freunds. Und die Tücke des Fahrrads zu kennen, als sei es dein eigenes, auf dem du mit der verblichenen Tasche in das fremde Dorf fahren darfst. Und die Milch auf dem Weg zu verschütten, als habest du selbst den Deckel der alten Kanne vor Jahren auf diesem Weg verloren. Dann fährst du die Straße hinab, als glittest du auf einem Schlitten an dem Pappeln vorbei, in die Abendsonne. Ein Reh tritt aus dem Wald und eine kleine Kirche auf einem Hügel mit einem einsamen Kirchhof winkt dir zu. Du wägst ihren Gruß wie eine Einladung, die man eines Tages, noch ungewiss wann, vielleicht gerne annehmen möchte. Und daran erkennst du, dass du hier ein wenig mehr als an anderen Städten zu Hause bist. Rituale helfen uns, Hoffnung zu finden. Und das wünsche ich Ihnen auch, dass Sie da Freude und Hoffnung in dieser Zeit finden. Bleiben Sie behütet, bleiben Sie gesund.